Bei mir heute im Studio Marc Steiner. Hallo Marc. Wir sprechen über digitale Assets und die neuesten Ereignisse. Marc, wenn wir heute über digitale Assets sprechen, sprechen wir auch über eine Branche, die unheimlich gewachsen ist während der vergangenen 2 Jahre vor allem, aber die jetzt gerade am Implodieren ist. Wie sieht's aus? Genau. Ich vergleiche das so mit dem Dotcom-Event bei den Digital Assets. Oder? Das ist wie bei der Jahrtausendwende, große Übertreibung bei den Internetaktien. Und da hat sich die Spreu vom Weizen getrennt. Ist das nicht so ein bisschen so ein Rettungsring im Mentaler, wenn man jetzt da 20 Jahre zurückgeht und sich daran festhält? Kann ja auch ganz anders auskommen. Ja, definitiv. Also ich sehe es nicht so. Aber die Parallelen sind eigentlich sehr, sehr schön, finde ich eigentlich. Weil die Adoption von den Nutzerzahlen ist ähnlich wie beim Internet zum Zeitpunkt 2000, oder? Und die Übertreibungen waren da, wie dazu mal auch. Und die Spreu trennt sich jetzt vom Weizen. Aber jetzt hat gerade vergangene Woche war zu lesen, für mich jetzt überraschend, wie schnell das gegangen ist, dass das New York Fed da eine Testphase mit einem digitalen Dollar einführt. Also ich meine, da werden die herkömmlichen digitalen Assets, die wir kennen, ja richtig konkurriert. Also genau, du sprichst über den sogenannten Central Bank Digital Currency, CBDC abgekürzt, ja. Oder? Ja, war für mich auch überraschend. Also man weiß ja, dass die Zentralbanken weltweit an solchen Technologien arbeiten, am neuen Geld, oder? Dass jetzt diese Pilotphase schnell gekommen ist, hat mich auch erstaunt, ja. Passt ja irgendwie auch zeitlich überein. Also das Alte geht, jetzt kommt das Neue und dann wird es wahrscheinlich nur noch verboten, weil es so viel Schaden gemacht hat. Ja, das Neue sind ja mehr die Digital Assets, die kommen. Also schlussendlich Bitcoin, Kryptowährungen, oder? Und die CBDCs, die Zentralbanken, Coins, wie sie auch genannt werden, ist einfach eine Weiterentwicklung, in Anführungszeichen, was wir jetzt ja gesehen haben mit dem Digitalen. Jetzt denken ja viele, digitale Franken, digitaler Euro, digitaler Dollar, das ist eigentlich praktisch, weil da muss ich keine Noten mehr mit mir rumtragen, habe das Ganze einfach digital. Wir haben im Vorgespräch uns ausgetauscht. Eigentlich ist es ja eben nicht genau das. Es ist etwas anderes. Also vielleicht kannst du da noch etwas dazu rausführen. Ja, es gibt da natürlich verschiedene Sichtweisen. Die einen sagen, es ist effizienter, mit diesem Geld dann zu bezahlen, weil man kann das Geld steuern, damit genau eben die richtigen Personen zum Beispiel auch Unterstützung bekommen oder bezüglich den Steuern. Die Gegenargumente sind dann halt, ja, nee, dann kommt die komplette Überwachung. Eben wenn der Staat schlussendlich genau sagen kann, wer mit welchem Geld was machen darf, dann kann man natürlich auch Zensur damit betreiben, oder? Also zum Beispiel, wenn man die Konjunktur jetzt beleben müsste, setzen wir mal voraus, dass es da in eine Rezession hineingeht. Wer das noch nicht sehen kann, dann wird es dann fühlen. Dann könnte man ja anstelle die Zinsen zu senken, könnte man ja zum Beispiel dann sagen, du musst das Geld innerhalb von 3 Monaten ausgeben, so und so viel, sonst wird das automatisch gelöscht, oder? Also, genau, korrekt, ist das Programmable Money, also das programmierbare Geld, genau wie du richtig sagst. Der Staat könnte dann theoretisch definieren, wenn das Geld nicht ausgegeben wird, dann verfällt es. Gut. Jetzt vielleicht noch ein Wort, bevor wir dann direkt in die Sachen reinsteigen. FTX. Ist ja ein Skandal, was da geschehen ist. Kannst du noch mal da kurz aufrollen? Ja, genau. FTX war die zweitgrößte Handelsplattform für Kryptowährungen. Die ist jetzt im Insolvenzverfahren. Da war extrem viele, also das, was an den Tag kommt, schaut danach aus, dass extrem viele kriminelle Aktivität im Spiel war, also Managers versagen. Und da kommen wirklich fast täglich neue News an die Oberfläche, die einfach richtig haarsträubend sind. Jetzt frage ich mich, also diese FTX, die ist ja auch reguliert gewesen. Also da hat es ja auch PricewaterhouseCoopers und all die machen Revisionen. Mich erinnert das ein bisschen an andere Beispiele aus Deutschland.
wie ist so etwas möglich? Ja, das ist genau der Punkt. Das fragen sich alle. Also es gab ja mehrere Entitäten. Es gab die FTX US, die war reguliert in den USA. Hat da niemand hingeschaut? Das ist eben genau die Frage, warum nicht? Warum nicht? Oder wie genau haben sie wirklich hingeschaut? Wie waren da die Verflechtungen? Und das ist genau das, was über die nächsten Monate und Jahre an die Oberfläche kommen wird. Mhm. Weil das ist effektiv der Skandal dahinter. Man sagt, okay, die sind reguliert. Und was jetzt auch an die Oberfläche kommt, also das ist wirklich haarsträubend, was da versäumt wurde und wie schlecht da eigentlich die Firma geführt wurde am Schluss. Also da muss man eigentlich sagen, das hat mit dem Controlling zu tun, mit der Aufsicht eigentlich, die versagt hat. Und das ist eigentlich nicht eine Dysfunktion von Digital Assets oder so. Das hängt eigentlich nicht damit zusammen, das muss man... Nein, definitiv nicht. Das sehen wir jetzt genau. Also wenn jetzt, man kann sagen, wir müssen noch härter regulieren. Ja, sie wurde ja reguliert. Wenn kriminelle Energie dahinter ist, dann hilft auch eine Regulierung schlussendlich nichts. Das haben wir, wie gesagt, bei diesem Beispiel aus Deutschland da zum auch gesehen. Da haben wir gesagt, ja, super, super Firma, alles ist reguliert. Aber wenn hinter geschlossenen Türen kriminelle Aktivität, menschliches Versagen da ist, dann kann man das auch nicht regulieren. Wieso muss denn der Bitcoin zum Beispiel jetzt fallen, wenn FTX Konkurs geht oder Ethereum, hat man gesehen, ist unter Druck gekommen? Wie hängt das zusammen? Ja, da muss man auch verstehen, wie die ganze Branche zusammenhängt. Ist natürlich noch eine junge Branche. Da gibt es ein paar Spieler, die halt zentral sind, wenn es um Liquidität geht, die sich natürlich gegenseitig auch Geld ausleihen und so weiter und so fort. Mhm. Und da gibt es diesen Kaskadeneffekt. Also wenn jetzt FTX eben bankrott geht schlussendlich, dann werden gewisse Schulden auch nicht zurückbezahlt. Und das gibt eben diese Lawine, die schlussendlich durch die Branche geht. Und da gibt es halt Firmen, die dann verkaufen müssen, um noch liquide zu sein. Und das ist zum Beispiel einer der Gründe, warum jetzt natürlich auch die Kurse nochmals korrigiert. In der Vergangenheit, also es ist jetzt so keine zwei Monate her, ist in Großbritannien waren die Pensionskassen gerade mal klamm und da ist ja der Staat eingestiegen mit Milliardenhilfen, muss man sagen. Es gab auch schon Beispiele bei Banken, wo in den USA dann staatliche Hilfe gekommen ist, auch in Deutschland und der Schweiz natürlich. Wieso ist das jetzt bei FTX nicht der Fall gewesen? Also da hätte man ja viel Schaden jetzt abwenden können vom breiten Publikum, das man ja schützen will. Ja, das sind wahrscheinlich auch wieder Ansichtssachen. Also ich persönlich, ich bin mehr auf dieser Seite auch unterwegs, wo man sagt, wenn etwas schief geht, ja, dann muss es auch kaputt gehen, damit etwas Neues entstehen kann. Und wenn wir jetzt gutes Geld quasi dem Schlechten noch hinterherwerfen... Ja, aber dennoch, also die Behandlung ist da anders. Also ja, also wenn wir von staatlicher Sicht aus betrachten, definitiv ja. Warum das so ist, weiß ich nicht. Ich persönlich finde es gut, weil dann wird wirklich die schlechten Akteure, die wirklich auch schlecht wirtschaften, kriminelle Aktivitäten im Spiel ist, dass die vom Markt verschwinden, damit eben das Gesunde auch wachsen kann. Ich glaube, grundsätzlich ist das halt eine Einstellung, wie ich, wie gesagt, aus meiner Sicht immer so sehe, man sollte nicht einfach immer alles retten, damit es gerettet ist am Schluss, oder? Jetzt abgesehen vom psychologischen Druck, der natürlich auf die Kurse dann jetzt gelastet hat, weil FTX geht bankrott und ja, dann muss ich meine Digital Assets verkaufen. Das wirkt natürlich auf die Kurse ein, aber inwiefern schädigt das wirklich das System jetzt hinter Bitcoin und all den anderen? Langfristig ist meine persönliche Überzeugung, wie gesagt, dieser Markt wird gestärkt herausgehen aus dieser Situation. Wir sehen auch, es hat ja wirklich, wie du vorher auch gesagt hast, nichts direkt mit der Technologie an und für sich zu tun, oder? Mhm. Also FTX, dass das irgendetwas mit der Technologie jetzt Bitcoin zu tun hätte. Bitcoin löst weiterhin gewisse Probleme, wächst auch immer weiter und ich sehe da nicht, dass langfristig Bitcoin Schaden davon nehmen wird. Die Geschichten sind das eine, die Kursentwicklung das andere. Die Kurse kommen ganz einfach durch Angebot und Nachfrage zustande. Und ich würde vorschlagen, dass wir uns doch mal gerade die Kursentwicklung jetzt vom Bitcoin exemplarisch anschauen während den vergangenen 5 Jahren. Was wir da sehen im Augenblick ist der Bitcoin kursmäßig auf einem Niveau, wie er Ende 2017 auch gewesen war. Der eine oder andere wird sich daran erinnern, was danach geschah.
Auch da war damals eine Euphorie, eigentlich wie genau vor einem Jahr um diese Zeit. Und 2017 war das auch so, auch gegen Jahresende hin. Und dann fielen die Kurse, die haben sich gedrittelt, noch mehr. Und es ging 2 Jahre runter. Und aus diesem Tief, dann ist so 2020, so im Zuge, Gefolge möglicherweise der Krise damals, sind die Kurse dann gestiegen, explodiert. Und jetzt eben sind wir wieder da zurück. Wenn wir uns die Situation anschauen, ist es sicher so, dass wir jetzt so in einen allmählichen Bodenbildungsprozess hineinlaufen. Wir haben darüber auch schon diskutiert bei unserer letzten Sendung zum Thema. Und wenn wir jetzt so im Bodenbildungsprozess drin sind, dann darf man natürlich genauer jetzt auf diesen Bodenbildungsprozess hinschauen. Und was man da sieht jetzt in der Grafik, ist, dass wir da so eine Konsolidierungsstruktur aufgebaut haben, von Mitte Mai ausgehend. So ein Kanal sehen Sie da drin, und das ist eigentlich ein typisches Konsolidierungsanzeichen. Also wir hatten das bei uns auch in der Expertise drin, dass wir da nochmals einen Kursrückgang sehen unter diese 18.000. Das ist jetzt vor 2 Wochen auch tatsächlich der Fall gewesen. Wir gehen im Augenblick so davon aus, dass wir noch so etwa 14.500 plus minus sehen werden. Und dann muss man halt wieder genau hinschauen. Also es ist so ein Bodenbildungsprozess, der verläuft halt immer mit großen Schwankungen. Und das kann dann sein natürlich, dass der Bitcoin von 14.500 wieder aufsteht auf 21.000. Aber eben, das muss man natürlich dann im Kontext irgendwo sehen. Also die Perspektive eigentlich von daher nicht so schlecht. Also, aber eben, das sind riesige Schwankungen, und von steigenden Kursen im Kern kann wahrscheinlich eben jetzt noch nicht die nächsten Monate ausgegangen werden. Also die Lage an den Märkten ändert sich fortwährend, wenn sie über Kauf- und Verkaufsmöglichkeiten jederzeit aktuell informiert sein möchten, haben Sie die Möglichkeit, bei Investia mit dem Link unterhalb des Videos Ihr persönliches Testabo zu ordern. Marc, sprechen wir doch noch über die Argumente pro und contra Bitcoin. Also, ich habe jetzt vergangene Woche erstmals im Bankenkreis gehört, Bitcoin ist für uns jetzt dreckiges Geld. Und da war ich echt erstaunt. Könnte das nicht irgendwo jetzt ein Durchschlagen auf Vermögensverwaltungen und so, dass man das irgendwie einfach die Depots räumt, einfach aus Angst vor Reputation? Ja, der Reputationspunkt, der ist schon immer da gewesen, wenn man die Finanzbranche anschaut. Ja, immer noch sehr, sehr skeptisch, zurückhaltend gegenüber dem Thema. Das ist effektiv so. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass die eine oder andere der Finanzdienstleister ja umsetzen wird für die Kunden. Aber man sieht natürlich schon, dass auch auf privater Ebene die Leute schlussendlich den Mehrwert auch sehen und dann halt schlussendlich auf eigene Faust sozusagen investieren. Also ich habe Anfang des Jahres von vielen Pensionskassen gehört, also so im Januar rum, dass man sich jetzt erstmal so im Digital Assets Bereich auch engagiert hat. Die Kurse waren damals an der Spitze und man betrachtet es als Reputationsrisiko, nicht dabei zu sein, wenn es weiter nach oben geht. Jetzt wird es zum Reputationsrisiko, ja, weil es gefallen ist. Also du denkst nicht, dass das da noch jetzt eigentlich Blutspuren geben könnte, vor allem jetzt mit Blick auf das Jahresende, wo man dann saubere Depots haben will. Kann durchaus sein, dass das passieren wird. Also ich glaube auch, dass es passieren wird, weil eben, wie du sagst, der Reputationspunkt ist ein wichtiger Punkt für die Finanzbranche diesbezüglich. Ich kann es nicht hundertprozentig nachvollziehen, wie, weshalb, warum, dass es so extrem etwas ausgeprägt ist. Aber die Leute, wenn sie es haben möchten in ihrem Depot drin, dann suchen sie halt einen eigenen Weg, oder? Gut, und was könnte jetzt ein Bitcoin, beispielsweise Ethereum und alle anderen auch, etwas früher wieder nach oben ziehen? Was wären da Argumente?
Also der Haupttreiber, was ich zum Beispiel auch meinen Kunden immer wieder sage, ist aus meiner Sicht die Regulierung. Die Regulierung, die stattfinden wird, die kommt. Also in der Schweiz haben wir Regulierung. In der EU sind wir ziemlich nahe daran, dass das verabschiedet wird. Und wenn sie in den USA dann schlussendlich auch finalisiert ist, und da weiß man ja auch, dass sehr, sehr intensiv daran gearbeitet wird, dann sind die Verhältnisse klar. Glaube ich auch für die Finanzdienstleister dann am Schluss. Ja, aber könnte das jetzt nicht so eine doppelzüngige Sache sein? Dass es übertrieben wird sozusagen. Ja, jetzt. Also einerseits, wir haben das letzte Mal darüber gesprochen, dass Bitcoin dann unter, ich glaube, Commodities fällt bei den Assetklassen. Aber dass man parallel dazu eben den digitalen Dollar beginnt, das Alternative zu etablieren und so, dass das eigentlich alles gar keine Rolle mehr spielt, ist das nicht irgendwo? Nein, glaube ich nicht. Also wie gesagt, ich sehe das einfach auch bei meinen Kunden, mit den Leuten, die ich spreche, oder die verstehen ganz klar den Unterschied, was jetzt zum Beispiel ein CBDC, ein Zentralbanken-Coin ist, gegenüber Bitcoin. Ich glaube, wenn solche Coins auch kommen werden, dann werden die Leute draußen auch aufmerksam auf die Technologie. Was steht dahinter? Wie, um was geht es überhaupt, oder? Und dann wird aus meiner Sicht auch Bitcoin davon profitieren. Also du sagst eigentlich, das eine CBDC, das ist die eine Sache, das andere ist eigentlich eher so, Bitcoin, ich habe einen Rembrandt auf dem Dachboden. Und, oder das Gold halt schlussendlich, ja, physische Gold. Genau, das ist eigentlich wirklich ein Sachwert, effektiv. Das andere ist halt zwar auch digital, aber eine ganz andere Geschichte. Genau, richtig. Also die Argumentation ist ja schlussendlich, ich besitze dann auch etwas, was der Staat mir zum Beispiel nicht wegnehmen kann. Also ist ähnliche Argumentation, warum Leute physisches Gold zum Beispiel bei sich besitzen. Also da finde ich jetzt nochmals wichtig, und du hast es in der letzten Sendung auch betont, was da vor allem dann die Stärke von Bitcoin ist und ihn auch einzigartig macht, im Gegensatz zu Dogecoins und weiß Gott was alles. Vielleicht kannst du es nochmal betonen. Ja, also es ist ganz klar, die Rarität, also die maximale Anzahl Bitcoin, 21 Millionen, die es schlussendlich gibt. Und wie ich erwähnt habe, man kann es wie physisches Gold auch bei sich besitzen. Das sehen wir jetzt auch im Zusammenhang mit FTX, oder? Wo die Leute schlussendlich nicht mehr an ihre Bitcoin, an ihre Investments rankommen, weil, ja, Börse ist zugeschlossen, oder? Und wie wichtig das ist, dass man zum Beispiel auch, oder eine der Möglichkeiten, die man natürlich hat, die Selbstverwahrung zu machen von Bitcoin, sozusagen auf dem USB-Stick, auf dem Hardware-Wallet zu besitzen. Und den zum Beispiel dann in Bankentresor einzuschließen. Ja, oder ein bankenunabhängiges Schließfach, was auch immer, da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Genau. Korrekt. Gut. Meine Damen und Herren, ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ich bedanke mich bei dir, Marc. Und ich würde mich freuen, Sie hier in 2 Wochen dann wiederzusehen.